Moin zusammen und herzlich willkommen. Ich sehe gerade, ich muss erstmal kurz meinen Bildschirm aufräumen, damit ich überhaupt sehe, was ich hier tue. So, okay, jetzt alles klar. Jetzt habe ich den Bildschirm wieder da. Da. Nee, da nicht. Halt. Da. So. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Pluton drauf. Du Scheiße. Muss ich ja gleich erstmal sammeln gehen. Da müssen wir gleich ein bisschen Plutonium holen, sonst sind wir mal hart gekniffen. Sonst müssen wir noch zu Fuß laufen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. 15% Scheiße, wir müssen tatsächlich... 15% Scheiße, das kann man auch so sagen. Nee, wir müssen natürlich gucken. Kuchen müssen wir gleich. Ach, guck mal, hier ist so ein Dings. Wie heißt das noch? So ein Altar, hätte ich fast gesagt. Aber da möchte ich jetzt nicht landen, weil ich muss erstmal gucken. Ich werde wahrscheinlich gleich das Pech haben, dass ich tatsächlich zu Fuß erstmal Plutonium sammeln muss. Ist zwar nicht fein, aber nützt ja nichts. Ich dachte, wir hätten noch so viel Plutonium, aber es ist dann doch relativ schnell alle gegangen. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. So, erstmal fliegen wir zur Operationszentrale. In der Hoffnung, dort tatsächlich vernünftige Technologie zu finden. So. Operationszentrale. So, du darfst landen. Dankeschön. Oh, guck mal, da haben wir gleich ein bisschen Plutonium. Die müssen wir jetzt nicht aller Welt, aber... Warte mal, ich muss das mal wieder... Hä? Achso. So, mal ein bisschen einsammeln. Das war nur so ein Fetzelchen, aber das reicht dann vielleicht nochmal zum Starten. Und wir können ja auch gleich nochmal scannen. Wir gehen gleich nochmal zu Fuß mal ein bisschen los und dann gucken. So, schauen wir aber erstmal hier, was uns hier erwartet. Da vorne ist der Eingang. Auch hier speichern wir erstmal. Aber auch hier kommen wir nicht nochmal rein, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das Ding nicht blinkt, aber blinkt doch. Gut. Und die Ebenen haben wir entdeckt. Na, hier wieder die ganzen Scheißwächter. Also ein bisschen gucken hier. Warte mal, ich lade mich erstmal auf. Tamium. So. Scheiße. Das war schon wieder klar. Aua. So. Gut, Knut. Ah, okay. Waffenladung aufgebaut. Das war der Grund, warum wir plötzlich keine Plasmagranaten mehr schießen konnten. Siehst du? Das war ja wieder klar. Kommen wir dann erstmal Kohlenstoff. Holen wir denn nicht gleich alles an Kohlenstoff? Das ist so von Unfug. So. Stahl verstärkt. Ja, hat die auch sehr viel gebracht. Ja, nee. Alles gut. Ah, was ist mit die Technologie hier? Nanites abbauen. Oder Nanites. Wahrscheinlich heißt es Nanites oder so. Ich nenne sie mal Nanit, aber Nanites. Nanites, das war doch auch mal irgendwie so ein... Wo kam der Begriff Nanites? Das kam auch aus irgendeinem Film, meine ich. Da gab es auch sowas wie Nanites. Ach, bin mir gar nicht sicher. Ist auch wurscht. So, guck mal, was mir hier rein. So, weg den So, gucken wir mal hier. Die Einrichtung verarbeitet ein Signal, dessen Quelle ein entfernter Ort im tiefen Weltraum ist. Eine endlose... Ach nein, Silikate. Flachlegen, hätte ich jetzt fast gesagt. Titan-Chrysonit. Titan... Ach, guck mal, Titan. Elemente aus dem Fach nehmen. Seltene Oxide ins Fach legen.
Hatten wir nicht. Ne, Chrysonit hatten wir nicht dabei. Titan hatten wir vielleicht. Doch, Titan hatten wir doch dabei. Können wir da hier nochmal ran? Ja, okay. Dann gucken wir mal, weil ich meine, wir hatten Titan dabei. Siehst du, meine ich doch. Ich meine doch, dass wir Titan dabei gehabt haben. Dann schmeißen wir da zumindest mal Titan rein. Vielleicht kriegen wir was Vernünftiges raus. Chrysonit habe ich nämlich jetzt keine Lust zu, danach zu suchen. Ich hatte zwar Chrysonit hier schon gesehen auf dem Planeten, aber naja. Aronium haben wir gelernt. Neutrale Metalllegierung, eine leichte, gut formbare Metalllegierung im galaktischen Handelsnetzwerk, gibt es danach immer eine hohe Nachfrage, da sie aufgrund ihrer Eigenschaften für den Bau von Außenposten und Einrichtungen eingesetzt wird. Ich habe so das Gefühl, dass das dieses Aronium, und wir hatten noch in der letzten Folge auch nochmal so ein Hoxium oder Hoxum oder Hoxum oder keine Ahnung, irgendwie so in der Art hieß das, ja. Und ich habe so das Gefühl, dass man sich eben aus Eisenkohlenstoff, so wie hier, Aronium craften kann und Aronium dann einfach nur verkauft. Und dass man das dann quasi aufwertet und dann zu einem günstigeren, also zu einem besseren Preis verkaufen kann, schätze ich mal. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wo wir den Krempel brauchen. Aronium. Es sei denn, es kommt nachher noch bei dem Wissenschaftler, dass der nachher noch Aronium oder sowas braucht, aber... Wie die hier rumgucken und sagen, ja, hier ist keiner. Alles gut. So, wir brauchten ja 25 mal Platin. Ich gucke mal gerade. Wir haben einen, können wir noch herstellen. Machen wir das noch mal. Einen stelle ich noch her. Und dann soll es auch erstmal reichen. Mal gucken, ob wir noch einen kolonialen Außenposten finden. Ansonsten, wenn nicht, dann suchen wir uns einfach eine Absprungkapsel und eine Ressourcensammlung. Ja, brauchen wir eigentlich ja sowieso noch nach einem kolonialen Außenposten. Operationszentrale. Noch eine Operationszentrale. Die können wir noch nicht gefunden haben. Das andere war nämlich eine normale Fabrik. Und das hier ist ja schon Operationszentrale. Also muss das da hinten neu sein. Hoffe ich. Ist ja noch was an Platin. Und ich scanne nochmal durch, ob hier das... Platin ist ja da oben, ich meine Plutonium. Chrysonit, guck mal, Chrysonit haben wir sogar auf der Ecke. Direkt nebenan. Ach nein, ach so, okay. Chrysonit, warum zeigt der denn CN an? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Kann man dich eigentlich wieder abbauen? Geht das eigentlich? C löschen. F. Siehst du, haben wir das Material vielleicht nämlich gleich wiederbekommen. Das weiß ich jetzt. Ja gut, wir können ja einen bauen. Das ist so sehr nicht. Hätten wir die anderen ja auch gleich mal abbauen können. Aber was soll's. So. Ist natürlich jetzt blöd, wenn wir bei der nächsten Operationsbasis jetzt wieder so einen Stoff finden. Befürchte ich mal, dass wir da spontan nicht weiterkommen. Da müssen wir tatsächlich mal irgendwie nochmal zur Anomalie, sofern wir die finden. Ansonsten müssen wir dann nochmal das eine andere Mal warpen. Vielleicht kriegen wir dann ja nochmal Zugang zur Anomalie. Aber fliegen wir erstmal hier zur Operationszentrale. Schauen wir uns das Ding mal an. Vielleicht sind wir dann einen Ticken schlauer. Dum, 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 dum. Ein bisschen links und landen. So. Da unten hatte ich irgendwo, glaube ich, gerade Plutonium gesehen. Genau. Meine ich doch, so ein kleines rotes Eckchen habe ich doch da am Horizont gesehen. Dann nehmen wir uns das doch gleich mal mit. Stopp. Meins, 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 meins. Alles meins. So, super.
Das sollte auf jeden Fall reichen, um nach Hause zu kommen. Jetzt ist nur noch die Frage, was finden wir hier vor Ort? Und gleich mal wieder auf Waffe umschalten. Avenmoor. Moor. So, kurz mal speichern. Hier das Platin. Ich meine, mein Platin, Plutonium. Nehme ich mir auch nochmal Gau mit. Speichern. So. Und dann ballern wir uns mal rein. Keine Zeugen. Hallo. So. Und schon sind wir wieder safe. Können wir nichts mehr anfangen. Können wir noch einmal Nanites abbauen. Das ist auch echt monströs. 8 Nanites. Schild können wir auch mal wieder herstellen. Und Tag. So, gucken wir mal nein. Was haben wir hier? An diesem Terminal sind zwei elektronische Lebensformen registriert. Die Arbeit der primären Entität ist voller komplizierter chemischer Symbole. Die sekundäre Entität konzentriert sich auf Diagramme mit elektronischen Schaltplänen. Und im Text unten steht Korvax Forschung Entität. Forschung, Entität. Als sekundäre Entität anmelden, als primäre Entität anmelden. Forschung. Entität. Korvax Forschung. Forschung. Ich würde mal sagen, primäre Entität. Ich versuche mal primäre Entität. Korvax Forschung. Oh. Oh, okay. War sogar richtig, oder? Ah, Schildplatte, defensive Energiequelle, Energiespeicherungseinheit mit hoher Kapazität, sorgt für eine effiziente Energiespeicherung in den Inventaren des Exo-Anzugs und des Raumschiffs, wird in Gefahrenschutz- und Schildsystemen verwendet. Okay, das heißt, wir können uns jetzt diese Schilde auch selber machen, das finde ich ja mal gar nicht so verkehrt. Das ist doch fein. So, dann wollen wir nochmal scannen? Wir scannen. Tut ja nicht weh, sich. So. Nochmal kolonialer Aussendposten. Flieg nicht durch den Laser. Kolonialer Ausposten. Noch eine Operationszentrale ist natürlich jetzt die Frage, ob das die Operationszentrale ist, die wir schon mal hatten. Alles andere wird ja, glaube ich, nicht angezeigt. CTL, ups. Und F. So, nehmen wir das wieder mit. Können wir jetzt wieder nicht bauen. Das heißt, wir verlieren tatsächlich Material beim Abbauen. Gut, habe ich damit gerechnet, aber es passt schon. Wer bist du denn? Sieht aus wie ein Wildschwein, Schrägstrich, Hund, Schrägstrich, irgendwas. Radikal. Typ radikal. Okay. Also Nazi-Schwein sozusagen. Radikal. Nee, keine Ahnung. Ruhig. Nee, Temperament ruhig, siehst du, dann lässt er uns in Ruhe. Huch. Das wollte ich gar nicht. So. Gut, ja, dann fliegen wir zur Operationsbasis. Ich weiß nicht, ob wir. Ich weiß natürlich, dass radikal nicht rechts bedeutet. Na, das ist nur das Erste, was mir irgendwie einen Sinn gab. Blöderweise. Egal. Fliegen wir jetzt erstmal zur Operationszentrale. Und ich will hoffen, dass es eine neue Operationszentrale ist und nicht eine, die wir gerade besucht haben. Habe jetzt nämlich nicht drauf geachtet, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Kann aber eigentlich nicht sein. Denn, wir sind ja rechts rüber geflogen, als wir gestartet sind. Also sind wir aus einer Richtung gekommen.
Schauen wir mal. Flugs abbremsen. Auch recht relativ großer Komplex hier. Scheint aber... Ist das grau, das Symbol? Wenn das nämlich grau ist, dann waren wir hier schon mal. Sieht mir nämlich mehr nach grau aus, aber ich suche hier auch gerade den Eingang. Damit wir Gewissheit haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, hier waren wir schon mal drin. Siehst du, das sage ich nämlich. Das ist ja das... Das ist nämlich das scheiß Problem, dass dann auch Operationsbasen angezeigt werden, die wir schon besucht haben. Das finde ich auch nicht gut. Das finde ich echt Mist. So, was haben wir noch an Platin? Was haben wir noch an Eisen? Platin 15, okay. Das heißt, wahrscheinlich haben wir wahrscheinlich jedes Mal Platin verloren. Sonst hätte ich nochmal ganz gerne... Warte, das können wir hier mal wegschmeißen hier. Ja, sonst... Also hier kommen wir dann offensichtlich nicht weiter, wie es aussieht. Also brauchen wir nochmal gut Platin. Vielleicht ein Stack Platin oder sowas mitnehmen, dann können wir dann unterwegs bei anderen Planeten auch nochmal ein bisschen scannen. Was ist denn das für ein Punkt da? Was ist da denn? Okay. Lässt sich nicht anzeigen, was soll's. Gut. Ach, kein Treibstoff natürlich. Was haben wir hier? Was ist das? Ich sehe das nicht, was es hier ist. Einfach so eine Antenne oder ist das? Da vorne ist auch noch ein Plutonium. Och, fast nie. Ist das Loch reingefallen? Ach so, einfach nur ein Speicherpunkt. Na toll. Toll. Toll, ganz toll. So, übrigens haben wir da hinten ein bisschen Plutonium. Tamium nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir es gleich auch. Und da links war, glaube ich, Plutonium. Na gut. So. Ja, dann ist tatsächlich mal die Frage, ob wir dann nicht erstmal nach Hause fliegen. Erstmal nach Hause fliegen und... Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Platin mit. Müllen uns noch ein bisschen aus. Brauche noch ein bisschen Eisen. Das nehme ich mir extra mit für, für den Heimflug. Hä? Kommt das nicht? Das ist gar kein Eisen. Toll. Hm? Achso. Das ist Deuterium. Da kommen wir nicht mit weiter. Das ist auch Deuterium. Wo ist mein Schiff da? Oh, guck mal, da ist auch noch ein bisschen ein Häufchen, Mini-Häufchen Plutonium. Können wir noch brauchen, warum nicht? Okay. Keine freien Plätze. Guck mal, das ist doch ideal geparkt, oder? Ich meine. So, hier speichern wir auch mal ab. Lalalalala. Wudavi. 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 Wie hoch, Mensch. So. Ja, ich würde sagen, wir fliegen tatsächlich nach Hause. Und, ja, wir könnten... Halt! Bremst du mal ab. Bremst ab. Wir könnten... Wenn wir noch ein bisschen reisen. Wir können in der Tat mal gucken,
Ob wir die Anomalie hier noch irgendwo haben. Aber ich glaube, die Anomalie war hier nicht mehr. Wo war die denn noch? Die ist sie jedenfalls nicht mehr. Ich muss erstmal langsam Kurs auf zu Hause nehmen. Ach doch, da ist doch die Anomalie. Da oben, da. Dann fliegen wir da doch mal GAU hin. Vielleicht haben wir doch Glück, dass wir da noch was finden. Was heißt was finden? Dass wir dann diese... Dass wir vielleicht doch noch mal den Warp-Antrieb kriegen. Nein! Komm, hau ab. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Wertvolle Fracht. Ich habe keine wertvolle Fracht. Nee, ich will nicht. So, hier können wir meine Füße fassen. Ich sag nur, ha, ha. So, jetzt könnt ihr euch austoben da draußen. So, mal gucken. Weil ich bin mir auch nicht sicher. Es kann nämlich sein, dass ich ihn schon gefragt habe. Und wenn das nämlich der Fall ist... Ja, siehst du, ich kann ihn mich nicht fragen. Das ist nämlich das Problem. Das heißt, wir können... Wir müssen echt warten. Wir müssen noch ein paar Mal warpen und dann versuchen, dass wir später nochmal ein bisschen was kriegen. Und ich habe auch schon gefragt. Na toll. Das ist schön. Dann können wir uns das ja auch drücken. Dann würde ich doch mal sagen, entweder warpen wir. Entweder warpen wir. Warte mal, ich gehe mal auf X. Sternkarte, also Galaxiekarte. Da können wir jedenfalls nicht hin. Da können wir auch nirgends hin. Wir können... Ach nee, Moment. Freiflugmodus, genau, da wollte ich ja hin. Da werden wir auch nicht hinkommen, ne? Wenn wir da hinkommen. Da vielleicht. Könnten wir sogar machen, unentdeckt. Wollen wir da hinwarpen? Ich überlege gerade mal. Klasse F3P, 4 Planeten, 2 Monde. Unentdeckt, 40 Lichtjahre. Na gut, versuchen wir es mal. Warpen wir da einfach mal hin. So, ganz kackenfrech. Vielleicht. Nie Heilung Guju-System. Habe ich doch gleich gewusst. So. Ich will mal eins gucken. Damit ich mir nochmal vor Augen führen kann, Viridium und Rubium, Rubium, das waren, glaube ich, die roten Galaxien, also die roten Sonnensysteme, also da werden wir garantiert nicht fündig. Und Viridium und Rubium, das scannen wir doch mal. Lass mal gucken. Gold, Nickel, Heridium, das ist ein Eisplanet, das sehe ich so schon. Aber erstmal auf den Scan warten. Korizagen. Ja, siehst du, sag ich ja. Das ist ein kalter Planet, also von daher. Guck mal hier auf so einen kleinen süßen Mini-Planet. Da haben wir dann auch sogar verlassenes Gebäude. Wo war Basis? Guck mal, war nicht schlecht. Was hast du, mein Freund? Du sagst Imiril, Iridium. Imiril brauchten wir doch auch für irgendeinen Krempel. 4 Planeten sollte es eigentlich geben, ne? Ach so, okay, ja. Das könnte auch ein Planet sein. Sieht mir auch nach einem eiskalten Planeten aus. Korizagen, Gold, Iridium. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, das ist unser Sonnensystem hier. Turnt mich jetzt nicht so an. Deswegen gucken wir nochmal auf die Karte.
So, und dann gucken wir uns nämlich gleich mal das Sonnensystem daneben an. Da. Angucken. 5,5 Lichtjahre, also quasi richtig nahe Nachbar. Wegpunkt hinzufügen, aktivieren. Wir jumpen da mal hin. Wir jumpen da mal hin. Tut ja nicht weh. Ach, guck mal, siehst du? Anomalie. Zack. So will ich das sehen. Aber erstmal scannen wir. Achso, guck mal, da ist gleich die Raumstation. Das sieht mir auch nach einem kalten Planeten aus, Händler. Korizagen, ja, siehst du? Immer diese Anomalie entdeckt. Ja, das sehe ich jetzt auch. Ist hier nur ein Planet oder was? Es scheint hier tatsächlich nur ein Planet. Ah ne, es kann täuschen. Guck mal hier. Man sieht es ja auf der Karte, wenn wir so geradeaus zielen. Da sind die anderen zwei Planeten quasi so ein bisschen dahinter. Fliegen wir erstmal zur Anomalie. Jo. Ein Flugschneise. Super. So, super. So, dann können wir hier eigentlich auch gleich mal. Warte mal, ich mach mal eben so, so. Und dann machen wir nochmal ein bisschen so. Ne, ich muss schon runter, so. So, dann können wir mal so und so. Und mal gucken, was die beiden zu sagen haben. Diesmal hole ich mir mal die Hilfe, weil die sagten, glaube ich, man. Guck mal gleich mal. Ach, ja, nee, ist klar. Inventar ist voll, Neutrino, dann schieben wir mal die Neutrinos rüber. Ja, machen wir erstmal. Mein Freund Nada. Sehen sich nach nicht konformer Nada-Hülle. Konvergenz unlogisch. Starten von Reisen und Ergebnis unwiderstehlich. Formgröße, Verteilungsfehler bei Galaxie. Mehr erkunden. Nadas normalerweise verhaltene Gestalt bibbert und tanzt. Das äußerliche Symptom eines innerlichen Kampfs. Schimmernde Lichte fluoreszieren über sein Visier. Manchmal scheint eine andere Entität hinauszustarren. Ich greife fest nach seinem Arm und schon bald setzt sich ein vertrautes Lichtmuster durch. Die Korvax versuchen unaufhörlich ihre fehlgeleitete Hülle zurückzubekommen und Nadas Existenz auszulöschen. Aber die Priesterentität wird nicht nachgeben, bis sie nicht das Rätsel der Realität gelöst hat. Ressourcen zur besseren Erkundung, eine Abkürzung zum Zentrum finden oder den Weg des Atlas fortsetzen. Ressourcen zur besseren Erkundung. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es eine Abkürzung? Nee, Abkürzung zum Zentrum, das ist ja, das sind ja diese schwarzen Löcher, ne? Das müssten die schwarzen Löcher sein, das heißt, wir brauchen Ressourcen zur besseren Erkundung. Das heißt, wir müssten dann eigentlich diese Wahl treffen, hoffe ich. Ein Geschenk ist immer gut. Wir haben neue Technologie entdeckt, Exoanzug, Begleiteinheit, Gesundheitsmodul Sigma. Könnten wir sogar herstellen. Sobald die Primärsysteme ausgefallen sind, wird automatisch verbraucht, wenn Lebenserhaltungs- und Schilderung offline sind. Ah, okay. Auch mal nicht verkehrt. Will ich aber eigentlich gar nicht haben. Ich will eigentlich was anderes haben. So, du mein Freund. Was hast du für mich? Hast du was für mich? Reichtumdaten übertragen. Meister erhaltene Unit Stufe 5. Als Polo mich sieht, schenkt er mir ein warmes, breites Lächeln. Vielleicht ein wenig zu breit, weil man bedenkt, dass wir uns doch erst zweimal gesehen haben. Vielleicht fühlt sich der fröhliche Geek hier draußen alleine, wo er doch nur den nervösen Korvax-Priester an seiner Seite hat.
Dieses Mal sprechen wir über Reichtum. Wie kann die Wirtschaft funktionieren, wenn sie eine gesamte Galaxie umspannt? Wie viel können solche Handelsterminals wirklich auszahlen? Polo wäre für jegliche Erkenntnisse dankbar. Reichtumdaten. Ich will hoffen, dass wir jetzt nicht die ganze Kohle übertragen. Das war unbegründet. Ach, Alter. Okay, gut, ich hatte echt Schiss, dass er mir jetzt diese 500.000 wegnimmt, aber da kriegen wir einen Zielsuch-Blitzadapter. Blitzwerfer-Munition. Guck mal, da brauchen wir auch was, das Fern für. Erkennt und verfolgt Bewegungen des Ziels am besten die bei Lebensformen mit unvorhersehbaren Angriffsmustern einzusetzen oder blablabla. Aha. Okay. Ui, das ist auch eine nette Wumme. Die schauen wir uns mal an. 21 Plätze, 1 Million. Alles klar, brauchen wir uns gar nicht weiter angucken. Das Geld habe ich eh nicht. Weißt du, er erzählt hier was von wegen, ja, ist doch traurig mit dem Geld und dem ganzen Scheiß, weißt du, und dann will er aber 1,5 Mille haben für die Waffe. Anstatt mir die zu schenken. Nee. Immer das Gleiche. Doch. Wasser predigen und Wein saufen, sagt er. Gut. So, und da machen wir nochmal X und... So, machen wir nochmal Öl. Das sieht auch nett aus. Schick. Ey, ich muss sagen, die Fotomodus, also müsste eigentlich mal ein bisschen... Ich finde ihn zwar ganz cool an sich, aber... Aber den könnte man noch so von der Tastenkombination noch ein bisschen schicker machen können. Finde ich zumindest. Ja, nochmal ein Screenshot. So, reicht auch jetzt. Und ich den ganzen Tag mit Screenshots hier verbringen. So, ich will nochmal dahinter gucken. Ach, Raumstation. Also ich muss tatsächlich noch so ich sag mal so zweimal warpen. Dann würde ich doch tatsächlich die wiederfinden, die Kameraden. Gut, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Durchhalten bis zum Ende. Macht es gut, bis zur nächsten Folge Nummer in Sky. Tschüss.